Also, du siehst, ich habe nur meinen Richter mal bei mir und wenn du nicht willst, dass ich dir deine kleinen Fingerchen zermansche, dann kommst du jetzt erstmal mit. Du bekommst später dann das gute Zeug. Ah, ist ja gut, ist ja gut. Ja, gehen wir mal zu den Apokalyptikern. Zu den Leichenvögeln. Auf zum Strandgut. Das Strandgut ist ein sehr, sehr großes Etablissement, in dem man sehr, sehr viel tun kann. Und mit sehr, sehr viel tun meine ich, wenn man Geld hat, gibt es dort praktisch jedes Vergnügen käuflich zu erwerben. Gott, wie zentriert man nochmal? Steuerung F. Vor dem Strandgut selber stehen schon einige Leute verteilt. Es ist ja auch nicht sonderlich spät. Und haben Schutz unter einem kleinen Vordach gesucht. Und mussten euch sehr misstrauisch, als ihr kommt. Besonders der Richter und der Spitalier ziehen Blicke auf sich, die man im besten Falle als feindselig deuten könnte. Ja, die Molluske wird ist auf dem Spreizer geschraubt. Auf diesen Stab, den ich habe. Ja, dann gibt es sowas wie eine Schlange beim Strandgut oder kann man einfach durchgehen? Gibt es Türsteher? Ja klar, gibt es also sozusagen Türsteher. Im Halten die Augenblick uns gibt es auf? doch kein. Sie mustern euch kurz, und der eine tritt ihr aus, schlägt euch die Hand aus, so. Mustert euch so. Keine Waffen drin. Ich habe keine Waffe dabei, sondern nur ein Werkzeug. Auch keine Werkzeuge. Soll ich den hier bei dir lassen? Man zuckt mit den Schultern, wenn du mir traust. Tue ich nicht. Kannst natürlich ein bisschen Geld herlassen, dann wird er sicher verwahrt. Kann ich ihn für ein bisschen Geld auch behalten? Er grinst und schüttelt den Kopf. Seine Ohrringe klingeln dabei. Was willst du denn haben? Der ist sicher. Ich gebe dir jetzt 3 und später nochmal 2, wenn ich ihn wieder bekomme. Bezug mit den Schultern soll mir recht sein. Was mit den anderen? Auch keine Waffen. Kann das alles in einen Beutel gepackt werden? Er mustert eure Waffenansammlung, die jetzt doch, sagen wir mal, ein bisschen sperriger ist. Was? Welche Waffen? Damit er das Fungizidgewehr und den Spreizer von Dr. John. Oh. Ist der Spreizer eine Waffe? Klar. Ja, das ist so eine Art, das ist so ein mächtiger Nahkampf, Speer. Nahkampfwächtersperren, okay. Willst du hier draußen warten oder willst du mit reinkommen? Ich glaube, ich sollte hier draußen warten. Denn wenn die Molluske zuckt, muss ich nachher noch die gesamte Bagage rufen. Besser so, Spitalia. Ja, sonst klopfen hier auf einmal 50 Spitalier, gefolgt von 30 Richtern, Oder es gibt einen Unfall auf der Treppe und einen bedauerlichen Todesfall. Was? Ich sollte einen Bericht schreiben, dass es hier schon jetzt nach Sporen riecht? Moment, ich glaube, ich gehe besser mal. Na, geh ruhig. Übertreib's nicht. In Richtung Dr. Johnny. Also gut, Dr. Johnny, würden Sie bitte auf meinen Richthammer aufpassen? Na klar. Wenn was ist, dann... Naja, ich glaube, wenn was ist, dann können Sie auch nicht mehr rufen. Er nickt, lädt das Fungizidgewehr einmal durch und ja. Gut, wir wollen nur mit unserem Freund hier, dem Dreher, sich ihm die Hörner abstoßen lassen. Ist mir doch egal. Huren und so. Er mustert dich kurz, Dreher. Man sieht so ein kurzes belustigtes Funkeln, wahrscheinlich, weil du die ganze Zeit kicherst. Naja, komm rein mit euch. Er öffnet die Tür und ein Geruch, den ihr alle nicht so recht einordnen könnt, zieht euch entgegen. Schweiß, Alkohol, aber auch etwas Schwereres ist hier. Der liegt hier in der Luft. Und ihr betretet, ja, das Strandgut.
ja, um euch, man kann mehrere Tische sehen. Die Räumlichkeiten sind von, ja, Stoffen, die von der Decke hängen, unterteilt. Schleier sozusagen. Menschen laufen umher, Frauen in leichter Kleidung, Männer mit Narben. Viele Schrotter sind trotz der frühen Stunde schon hier und lassen sich ordentlich was hinter die Binde schütten. Aber auch der ein oder andere Richterhut kann erkannt werden, der sich hier, wie es aussieht, den Tag versüßen lässt. Gut, dann seht euch beide mal um. Dreher, Back. Ich glaube, wenn ich hier Nachforschung anstelle, dann wird das ganz schnell ziemlich heiß. Da habe ich keine Lust zu. Das wird auch ohne Nachforschung ganz schnell ziemlich heiß. Man klopft ihm auf die Schulter und verschwindet dann in Richtung von woanders. Ich setze mich an die Bar. Die Frau dahinter mustert dich kurz. Ihre Ohren... Nein, sie ist, würde ich am ehesten sagen, schmutzig blond. Ihre Ohren weisen so viele Metallringe und Metallnieten auf, dass man fast denken könnte, sie hat gar keine mehr, sondern sich künstliche Ohren ansetzen lassen. Ha, als ob es sowas gibt. Mustert dich kurz. Legt den Kopf schief. Was darf sein? Irgendwas mit Alkohol. Sie zieht einen Blechbecher hervor und gießt etwas aus einer schmutzigen Flasche ein. Ja, dann wird der Hut, die Krempe wieder tief ins Gesicht gezogen, mal Atemschutztuch vors Kinn und dann wird man hier, wie es sich gehört, Alkohol getrunken. Sie legt die Hand auf den Becher, 5 Wechsel. Dafür? Ja. Sind das Richterpreise oder ist das Standard? Sie grinst. Du kannst aber sehen, dass auch Teile ihrer Zähne aus Metall sind. Richterpreise. Dann soll es bei dem Becher bleiben. Da schiebe ich ihren 5er rüber und drehe mich dann auch demonstrativ von ihr weg. Ja, was auch immer das für ein Gesöff ist, ist es stark. Schmeckt ein bisschen wie Rohrreiniger. Das Destillat. Genau. Währenddessen haben wir noch 2 andere, die sich hier umsehen wollen. Ja, ich halte mich so ein bisschen im Hintergrund, eher ein bisschen passiv und beobachte den guten Schrotter. Der bleibt erstmal in der Mitte des Raumes stehen, streckt die Arme nach beiden Seiten aus, dreht sich einmal im Kreis, fängt an zu kichern und geht dann auch an die Bar, wo er sich für 3 Wechsel auch ein Destillat besorgen wird, welches er sehr gierig herunterstürzt. Jo. Schmeckt ein bisschen nach Metall, das Zeug. Ja. Und danach schaut er einmal fragend zu dem Richter Manuan. Du sollst gucken, ob du die Dame mit den roten Haaren findest. Irgendwas mit E, frag mal rum. Ob sie irgendwas mit E hieß. Ja, Schulterzucken und dann schaut er sich einmal grob durch den Raum. Verschwindet auch einmal in die verschiedenen kleinen hinteren Ecken. Willst du hinter die Vorhänge tatsächlich gucken, oder? Ja. Ja, er ist da relativ ungestüm und blinzelt einmal durch die verschlissenen Vorhänge. Hinter dem ersten Vorhang siehst du ein paar Leute Karten spielen. Hinter dem zweiten sind gerade 2 Personen voll bei der Sache. Ja, hinter dem dritten gucken dich 2 Männer sehr grimmig an. Der eine legt so eine Hand auf ein gekrümmtes Messer an seiner Hüfte. Verpiss dich, sonst verlierst du ein paar Finger. Ich nehme an, du verpiss dich. Ja. Deine Finger brauchst du noch. Oh ja. Ja, hinter dem vierten Vorhang tatsächlich wird gerade ein anderer Schrotter von 2 Apos bedroht. Du hast dann das Geld, das wir wollten. Komm. Kenn ich Schrotter? Ja, vom Sehen wahrscheinlich. Also, muss man, Justizian ist ziemlich groß. Also, du wirst ihn gesehen haben, du wirst wahrscheinlich nicht wissen, wie er heißt. Ja, ja.
Vielleicht, ich dachte nur, vielleicht irgendein Bekannter, das wäre ungünstig. Nö, also nicht, dass du wüsstest. Aber du bringst in letzter Zeit so häufig Dinge durcheinander. Vielleicht kennst du ihn doch. Ja, ich trete mal in diese Nische ein. Man sieht wieder einer der beiden aufguckt. Sieh mal an, Zern. Noch ein Mutiger. Ja, du kannst dein Messer sehen, das am Kinn des Schrotters liegt. Ja, Schweißperlen rennen dem in die Stirn. Ich hab das Geld nicht. Er guckt zu dir. Hey, Kumpel! Dreher, du bist doch! Kannst du mir Geld leihen? Ich kratze mich wieder nervös hinter dem Ohr. Komm schon, komm Dreher, ich zahle es dir auch zurück. Versprochen. Wie viel denn? Ja, man sieht, wie der eine Apo nickt und dann grinst. 500 Wechsel. Ein hörbares Schlucken. Ziemlich genau das, was die Chips wert sind, die du hast. Komm, Dreher! Komm schon, bitte! Du weißt aber auch genau, dass wahrscheinlich das Kartell dir nicht nur die Knochen bricht, wenn du die deine Schulden da nicht bezahlst. Ich kenn dich nicht, lass mich in Ruhe! Ja, komm schon, bitte! Dann geht er raus. Ja, du siehst, wie er der Schrotter irgendwas sagen will, aber der andere Apo ihn am Kopf packt und den Mund zuhält. Willst du dir nicht vorstellen, was daran jetzt passieren wird? Ich schüttel mich einmal. Also sehr auffällig und blicke dann in die nächste Nische. Du spürst, wie eine Hand sich dir auf die Schulter legt. Kann ich dir helfen? Eine große, kräftige Frau mustert dich. Ihre Augen sind für dich nicht so interessant wie die Brüste, die ungefähr auf deiner Kopfhöhe vor dir herwackeln. Ja. Sie beugt sich ein bisschen vor und ja, sagen wir mal so, ihre Kleidung ist sehr lose geschnürt. Ja. Ich versuche mich von dem Anblick loszueisen. Und schaue ihr dann nach sehr viel Anstrengung irgendwann doch ins Gesicht. Ich weiß gar nicht, wie willensstark ist Schrauber. Ich schaue mal. Dreher? Nicht sehr will. Doch, geht so. Geht so. Ich habe nur auf den Skill geguckt. Naja, passt schon. Sieht die denn aus? Ich beobachte ihn ja so ein bisschen. Die Dame. Die Dame selbst ist groß, kräftig, hat natürlich dunkel gebräunte Haut. Hat auch ein bisschen vernarbt, würde ich sagen, an ein, zwei Stellen. Deutlich gut gebaut, aber auch recht kräftig. Suchst du jemanden speziellen? Ihr Finger fährt ihr vorsichtig übers Kinn. Rote Haare? Sie nickt, komm mit. Ja, wie ein Hund werde ich hinter ihr hertrotten. Man sieht einen im Licht funkelnden Sabberfaden aus dem Kinnbereich hinuntertropfen. Sie greift in deinen Hemdkragen und zieht dich halt mit. Und führt dich die Treppe hinauf. Die Treppe ist vielleicht so angelegt, dass man nicht folgen kann, ohne bemerkt zu werden, oder? Ja, genau. Schlecht. Steht, da sitzt sogar ein Typ auf der mittleren Treppenstufe, der immer zur Seite rutscht, wenn jemand hoch will. Fuck. Dann suche ich mir jetzt mal einen Apokalyptiker, den man vom Sehen oder so kennt. Vielleicht hat man schon mal Geschäfte oder gemacht oder zusammengearbeitet. Hast du ein Netzwerk? Netzwerk 1. Ja. Ja, du wirst vielleicht schon jemanden kennen, tatsächlich. Eben, das ist das Netzwerk, hatte ich glaube ich sogar am Anfang dir geschrieben, dass es sich auf Apokalyptiker bezieht. Ja, dann wirst du wahrscheinlich auf Alritz treffen. Ja, währenddessen Dreher wird nach oben gebracht, gehst zu Alritsch. Alritsch hockt in seiner Nische und ist gerade dabei, ein Messer, wie es aussieht, mit einem Lappen abzuwischen. Sein ewiger Begleiter Zern
ist seltenerweise nicht da. Ungewöhnlich. Ah. Ich meine, die kenne ich auch als Buck, oder? Ja, genau. Buck. Der Mann mit dem seltsamen Namen und dem noch seltsameren Hintergrund. Was kann ich für dich tun? Eine Hand wäscht die andere, wie immer. Wo hast du denn deinen zweiten Kollegen gelassen? Wie soll das Na, er bringt den Müll raus. Zahlungswilliger Müll oder nicht zahlungswilliger Müll? Zahlungsunfähiger Müll. Ah, nicht gut. Ich suche einen Richter, mit dem ich ein paar Probleme habe. Ein Richter? Ja, und da fragt man normalerweise nicht bei Richtern nach, die... Korrupt oder? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so genau. Mein Chef hat mir nur den Auftrag gegeben, diesen Typen zu finden und alles über ihn herauszufinden. Tja, du weißt wie immer, ich bin verschwiegen, aber leider auch gierig. Ja, das weiß ich. Das war schon immer so. Also, Ludwig Schlosser oder von Schlosser. Er zuckt mit den Schultern, sagt mir erstmal nichts. Gar nichts, fuck. Ja, was ich bisher in Erfahrung bringen konnte, dass er mit einer hübschen Rothaarigen gelegentlich verkehrt hat. Ich weiß nicht. Darf ich mir kurz eine Empathie würfeln? Ich nehme an, nicht deine Stärke. Wo ist Empathie? Hinterher bei Instinkt. Ich darf mein Netzwerk nicht als Bonus nehmen, oder? Nein. Ey, guck mal, das ist immerhin zwei Erfolge. Ja, du siehst ganz kurz auf jeden Fall seinen Mundwinkel sich so heben. Bei Rothaariger oder bei von Schlosser? Oder bei Rothaarig. Ja, so unmittelbar nachdem sich der Mundwinkel gehoben hat. Also ist sie eine von euch? Wer weiß, hast du Geld? Natürlich habe ich Geld, immer. Er streckt die Hand aus. Man macht das so, wie man immer wie man es immer macht. Man geht mal in 10er Schritten hoch. Man fängt mit 10 an und. Ne? Ja, der wird aber bei 50 wieder die Hand so kurz schließen. Gehört der kleine Schrottler zu dir? Mehr oder weniger. Dann würde ich, wenn ich du wäre, jetzt schnell hoch, bevor sie ihn aufschlitzen. Hat er die falschen Fragen gestellt? Naja. Und wie komme ich an deiner Bulldogge auf der Treppe vorbei? Ja, du bist dir ziemlich sicher, dass die Bulldogge auf der Treppe inzwischen Bescheid wissen wird. Irgendwie haben die Apokalyptiker so ein seltsames System innerhalb dieses Hauses. Was einer weiß, wissen alle. Du hast keine Ahnung, wie sie das machen. Das ist gut. Oder auch nicht gut. Also, dann gehe ich mal mit meinem kleinen Airquotes Freund sprechen. Währenddessen oben. Drea. Du wirst von der Frau in einen kleinen Raum gebracht. Am Boden ist eine Matte zu sehen und Tücher sind im Raum verteilt. Es ist dunkel hier und es riecht irgendwie nach Schweiß, aber auch nach irgendwelchen Gewürzen, die verbrannt worden sind. Ein schwerer, sehr, sehr anheiternder Geruch. Drea wird noch fummeliger, als das eh schon ist. Fängt an, überall an sich rumzuzupfen, rumzukratzen. Die Frau lächelt dir zu und schließt dann die Tür hinter dir. Du bist allein im Raum. Ich will mal wahrnehmen. Ich bin jetzt kurz am Gucken. Ich hab den Instinkt vergessen. Egal. Ich dachte mir schon irgendwie, dass du 4 Würfel vergessen hast. Ja. Was? 3, 6. Und 4 Erfolge. 3 Trigger. Ja, du hörst leises Atmen. Rechts von dir, in den Schleiern. Ich bleibe erstmal stockstarr stehen. Ein leiser Schritt ist zu hören. Und ein Schämen schält sich aus der Dunkelheit. Eine Frau. Gänsehaut macht sich breit.
rothaarig. Ihr Körper wird kaum von Stoffen verhüllt. Sie lächelt dich an. Du hast selten etwas so Betörendes gesehen. Ganz ruhig. Halb außer sich versucht Drehe ein Wort zwischen seinen Lippen hervorzupressen. Ben? Sie legt den Finger auf die Lippen, ganz ruhig. Drückt dich so langsam mit den Händen nach hinten Richtung der Matte. Wie paralysiert bleibt man dabei stocksteif und plumpst einfach um. Ja, das scheint sie gar nicht zu beeindrucken. Mhm. Sie bleibt einfach stehen und legt einen ihrer Füße so an auf deine Schulter. Es ist sehr dunkel im Raum, du kannst nicht recht erkennen, was unter den Stoffen, die jetzt angehoben werden, liegt. Aber du kannst dir, weil die Vorstellung reicht einfach schon, um den jungen Dreher wahrscheinlich fast wahnsinnig zu machen. Sie lächelt, ja, du kennst die Frau tatsächlich. Das Kichern. Du kennst die Frau tatsächlich, das ist die Frau, die du schon häufiger gesehen hast. Wie sie mit Ludwig geredet hat. Und was willst du, ihr Kleiner? Wieder presst sich nur ein verzweifeltes, ein unglaublich widerliches Kichern hervor. Ja, sie mustert dich kurz und scheint wirklich irgendwie festzustellen, dass du irgendwie nicht reden willst. Und legt den Fuß von deiner Schulter und nimmt ein paar Schritte zurück und kommt mit einem Becher wieder, den sie in die Hand drückt. Der Dreher schüttelt einmal den Kopf, als würde er versuchen, klar zu werden. Stürzt dann den Becher, ohne daran zu riechen oder ähnliches, einfach hinunter und richtet sich mit dem Oberkörper erstmal auf. Der harte Alkohol brennt in deinem Rachen. Zum Glück bist du für deine kleine, schmale Statur ziemlich zäh. Währenddessen... Buck. Jawohl. Du gehst die Treppe hinauf, die... große, kräftige, dunkelhaarige Frau, sie mustert dich kurz und zeigt dann mit dem Daumen auf eine Tür. Man nickt einfach nur. Und dann öffnet man die Tür, ohne vorher anzuklopfen. Einfach Tür auf, Schritt rein. Du siehst, wie eine rothaarige Frau sehr leicht bekleidet herumwirbelt. Hinter ihr auf einer Matte sitzt Dreher, der, sagen wir mal so, leicht paralysiert aussieht. Damit meine ich aber eher so panikparalysiert. Er mustert für einen Bruchteil einer Sekunde kurz die Situation, geht dann einen Schritt rein und lehnt sich dann von innen an die Tür. Einen wunderschönen, guten Morgen. Zusehen kostet extra. Oh. Glaubst du wirklich, dass der dazu in der Lage ist? Man wirft Dreher mal so einen nicht sehr ungut Blick zu. Erneut Speichel, der aus dem Mund raustropft. Ja, sie mustert dich kurz. Du hast Fragen gestellt? In der Tat. Mach's kurz. Ich hab's zu tun. Zeigt auf Dreher. Die wird übrigens langsam ein bisschen schwindelig, Dreher. Es verhält sich so, dass wir einen Ring gefunden haben. Ich achte dabei so ein bisschen auf ihre Reaktion. Ja, sie guckt dich an. Man ist hier jetzt nicht viel anzusehen, tatsächlich. Wir, vor allem ich, hätte gerne Informationen über... Ludwig Schlosser. Ja, leider bist du kein guter Menschenkenner. Weil. Das letzte Mal war das gar nicht so schlecht. Diesmal schon. Tja, du kannst ihr nichts ansehen. Das Halbdunkel macht's auch nicht besser. Keine Reaktion. Nichts an ihrem Körper bewegt sich irgendwie. Dafür bewegt sich Dreher hinter ihr. Er mit einem vernehmlichen Plumps lässt er sich umfallen und streckt alle Viere einmal von sich. Was hast du ihm gegeben? In Richtung der Rothaarigen.
Sie zuckt mit den Schultern. Destillat. Er verträgt, wie es aussieht, nichts. Ich kenne die Schrotter, die vertragen einen Becher Destillat ohne Probleme. Sicher, dass das nur Destillat war? Ja. Es war nur Destillat. Scheiße, die Frau klingt ehrlich. Also, andererseits verdient sie auch ihr Geld damit, dass sie Männern sagt, was sie hören wollen. Ja, eben. Also, ich brauche alles, was du über Luan Ludwig Schlosser weißt. Was ist da für mich drin? Wechsel. Wie viel? Ich kann unter Umständen auch noch andere Dienstleistungen anbieten. Ich musste dich kurz. Nein, danke, du bist mir zu mager. Nein, das habe ich nicht gemeint, Entschuldigung. Wir haben ein gänzlich unterschiedliches Gewerbe, das versteht sich. Ich habe Kontakte. Kontakte, die unter Umständen sehr mächtig sein können. Bei den Masken. Eine Löschung aller Register kann manchmal sehr praktisch sein, verstehst du? Tja, wenn das stimmt, dann vielleicht, aber... Oh, das stimmt auf jeden Fall. Aber das ist nichts, was ich zu entscheiden habe. Man zieht mal die Augenbrauen hoch. Was genau willst du wissen? Alles. Weil du dich zuletzt mit ihm getroffen hast, warum? Und warum er diesen Ring dabei hatte. Sie mustert dich kurz und jetzt ist es tatsächlich vor allem für dich, du kannst das sehen, Drea. Ihre Hände, ihre eine Hand, dass sie an ihrer Seite flach herabhängt, krallt sich plötzlich in den Stoff ihrer Kleidung. Wo hast du den her? Ich habe ihn nicht dabei. Du bist nicht dabei? Nein, ich habe nur gesagt, diesen Ring mit dem E. Also so nach dem Motto, man muss das Original gesehen haben, um ihn so zu beschreiben. Die Widmung wortwörtlich. Du bist, ja, die musste dich kurz. Woher weißt du von dem Ring? Ich hatte ihn in der Hand. Was ist mit Ludwig passiert? Ihre Stimme wird gefährlich kalt. Wenn ich das wüsste, dann wäre ich nicht hier. Wir mögen unterschiedliche moralische, Ansichten haben, aber wir haben wahrscheinlich vermutlich dasselbe Ziel, rauszufinden, was passiert ist. Ist er tot? Ein ganz leichtes Nicken. Ja, sie schließt kurz. Sodass unser Schrotter das, und selbst wenn er so ein bisschen wach ist, das nicht erkennen kann. Sie schließt kurz die Augen. Der Idiot hat sich wieder mit jemandem angelegt. Was ist passiert? Schulterzucken? Keine Ahnung. Ja, sie starrt dich an. Ja, die Zeit verstreicht. Rhea, du hast irgendwie das Bedürfnis, deinen Daumen in den Mund zu stecken. Und irgendwie fühlst dich total entspannt. Alles ist leicht. Im Moment gibt Rhea allen Bedürfnissen nach, die er empfindet. Du bist mit einem Richter hergekommen. Was soll der Scheiß? Es sieht anders aus, als es ist. Und wie ist das? Erklär's mir doch. Das wäre zu viel der Information. Vielleicht hast du ihn ja umgebracht. Nein, ich habe ihn nicht umgebracht. Ich bin am Gleichgewicht dieser Stadt interessiert. Und das Gleichgewicht würde empfindlichst gestört werden. Du siehst, wie sie kurz nachdenkt. Sie ist sicherlich nicht dumm. Sie musste dich kurz... Haben die Hermedaner ihn umgebracht?